Was sind das eigentlich für Leute, die jetzt noch Donald Trump feiern? Polizeigewalt, überall Aufstände, 3 Millionen Corona-Infizierte, die Wirtschaft am Boden. Kein Wunder also, dass dem Präsidenten die Fans weglaufen. Seine Umfragewerte sind im Keller. Oder verstecken sich die Trump-Anhänger einfach nur? I'm a little bit more of a conservative. Won't say that out loud here. That could bring danger. Auf der Suche nach Menschen, die Donald Trump mögen, finde ich Dale, einen schwulen Landwirt, dem der Kampf gegen LGBT-Diskriminierung zu weit geht. Equal rights is fine, but don't make everybody have to believe the same thing. Auch in McDowell County, West Virginia, lieben sie Trump, obwohl es den Menschen hier dreckig geht, im Zentrum der Opioidkrise. And here it is, the end of June. We had about 38 or 39 overdoses. Womit überzeugt Trump jetzt noch seine Anhänger? Indem er vor einer Kirche steht und mit einer Bibel wedelt, kriegt er so wenigstens die Christen? That's dangerous, dangerous territory. Mich interessiert einfach, wer glaubt jetzt noch an ihn und vor allen Dingen, warum glaubt man jetzt noch an ihn? Meine Reise beginnt in Chicago, im Bundesstaat Illinois. Ich bin aufgeregt, habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Komme ich ohne Corona-Infektion wieder hier raus? Solange Donald Trump noch Witze macht, scheint es ja nicht so schlimm zu sein. I could give you 19 or 20 names for that, right? It's got all different names. Coronavirus, right? Kung Flu. Was für eine merkwürdige Zeit. Kaum jemand ist draußen auf den Straßen unterwegs. Die meisten Geschäfte sind zu. Und gleichzeitig eine Black Lives Matter Demo mitten in Chicago Downtown. Ehrlich gesagt kleiner, als ich mir das vorgestellt hätte. Und den Protest bekommt heute auch kaum jemand mit. Es gibt ja so gut wie keine Passanten. Parteipolitisch gesehen ist Chicago ganz dunkelblau, also demokratisch. Das ist ja in den meisten Großstädten so. Der Bundesstaat Illinois gehört zu den großen drei der Demokraten, neben New York und Kalifornien. Um hier also einen Trump-Wähler zu treffen, fahre ich raus aus der Stadt. Eine Dreiviertelstunde Richtung Westen, nach Elburn. I'm Dale Pitstick from Northern Illinois. Grow corn and soybeans with my family and my fiance Scott. Dale ist 35 Jahre alt. Er bewirtschaftet 600 Hektar Land. Zusammen mit seinem Vater und Onkel kommt er sogar auf 6000. Das ist verdammt viel. Ein durchschnittlicher Bauer in Deutschland bewirtschaftet 60 Hektar. Dale wählt diesmal Trump. Die letzten 4 Jahre haben ihn überzeugt. Because President Trump is doing what he said. Yeah, he's fought his ass off to get it. The man is berated 24/8. If there was 8 days a week, they'd berate him on that eighth day. And he's still out there fighting for this country. Bis zum Corona-Ausbruch hat Dale viel Zeit in Chicago verbracht. Da wohnen die meisten seiner Freunde aus der LGBTQ-Community. Aber in den letzten Monaten hat sich etwas geändert. I've probably become more conservative with everything going on. Like, it's truly shown what people are like and what they're about. The friends I have in the city, not all of them, but a few of them, have changed my view of them and how hypocritical they are. How they can say, no, you can't go do this, no, you can't go do that. Like, you should be stuck inside, like we are in the city. Well, no, I have property. I can go out to my barn and do whatever I want out there and not stuck in a little tiny apartment like you are. So don't judge me. Linke verurteilen andere Denkweisen viel zu schnell, sagt Dale. Diese Intoleranz, die er empfindet, geht ihm gegen den Strich. Das hier sind übrigens gentechnisch veränderte Sojabohnen, also GMO-Pflanzen, Genetically Modified Organisms. Die sind auf deutschen Feldern verboten und ziemlich verpönt. Dale aber hat es sich dick und fett in seine Instagram-Bio geschrieben, dass er Gensoja anbaut. Because I'm proud of it. I'm proud to be a farmer. I'm proud to grow a safe food for the world to consume. I feel there are probably some people who are ashamed of that in the industry, but I am not one of them.
And it allows me to have conversations with people who may not believe that the truth behind it, just like everything in this day and age, there's two sides to every story, and the media typically only likes to tell you one side. Wenn Dale so erzählt, will ich ehrlich gesagt ganz oft widersprechen. Ich bin froh, dass Gentechnik auf unseren Feldern verboten ist. Und ich bin doch ein Teil von The Media und versuche ja gerade die andere, also seine Seite, darzustellen. Ich habe mir aber vorgenommen, möglichst viel zuzuhören, anstatt ihn überzeugen zu wollen. Es fällt mir schwer. Das ist seine Farm. Hier lebt er seit einem Jahr mit seinem Verlobten zusammen. So I didn't come out till I was 26 years old, and like I was very, very closeted. Schwul sein und Trump-Fan. Kann ich fragen, wie das zusammenpasst? Oder ist allein die Frage schon anmaßend? Dale findet die Frage völlig okay. Er antwortet mit einer Anekdote. Ein schwules Pärchen verklagte einen Bäcker in Oregon, weil der sich weigerte, zwei Bräutigams auf die Torte zu packen. Schwachsinn, findet Dale, also das Gerichtsverfahren. If I want somebody to make my wedding cake, I'm gonna go ask them to make the wedding cake for me and my future husband. If they don't want to because it's a religious issue, that's 100% their thing. I'm going to take my money somewhere else to somebody who is willing to do that. I'm not gonna sue them because they won't do it. It's their choice. That's the beauty of living in America, is it's your choice. You can choose to do something. Zu viele moralische Vorschriften von links, findet er. Die Political Correctness-Debatte. Und Dale ist mittendrin. Er will nicht, dass anderen Menschen vorgeschrieben wird, was sie über ihn und seine Homosexualität zu denken haben. Equal rights is fine, but somebody's personal beliefs doesn't have to go into their business. But maybe it's more about the principle. But there's thousands of other cake bakers out there. Don't make everybody have to believe the same thing. Ich reise nach Richmond, über 1000 Kilometer weiter südöstlich. Richmond spielt eine Schlüsselrolle in der Sklavereigeschichte. Es war die Hauptstadt der Südstaaten, also jener Staaten, die im Bürgerkrieg für den Erhalt der Sklaverei gekämpft haben. Deshalb ist die Stadt voller Statuen, Denkmäler für die Verfechter der Sklavenhaltung. Für die Beschädigung solcher Denkmäler hat Donald Trump vor kurzem 10 Jahre Gefängnis gefordert. Seit dem Tod von George Floyd kommen jeden Tag am Robert E. Lee Monument, dem größten Denkmal von allen, hunderte Menschen zusammen und fordern, dass die Statue runtergenommen wird. When I look at it, it feels to me like it's broadcasting slavery. Like the history of the black people doesn't matter. Nachts gibt es Konflikte mit der Polizei, aber tagsüber ist die Stimmung friedlich. Ich bin hier, weil es heute einen Aufmarsch von bewaffneten Gegendemonstranten geben soll. Darunter sind doch bestimmt ein paar Trump-Wähler, denke ich mal. Die Black Lives Matter-Demonstranten haben auch davon gehört und eine eigene Sicherheitscrew gestellt. Well, I'm dressed like this today because on social media the Klan said they was coming into Richmond and they was taking the streets over from the monsters of this city. They've been sitting here peacefully protesting behind racism. Erst vor ein paar Wochen ist hier in Richmond ein Anführer des Ku Klux Klans mit seinem Auto in eine Menschenmenge gerast. Es gab Verletzte. Jetzt kommen tatsächlich Gegendemonstranten an. Aber es ist nur eine kleine Gruppe, 5 oder 6 Leute. Nobody speak, nobody get choked. Sie treten nicht als Ku Klux Klan auf, sondern stellen sich als Waffenverein vor. Virginia ist ein Open Carry State. Die geladene Waffe zu tragen, ist also völlig legal. Es
So why are you here, basically? To get the other side of the story and to educate them that even though they have different belief systems about different things, this is still their right. They have a Second Amendment right in the Constitution to carry a weapon. Es ist verwirrend. Allen hier ist klar, dass der Waffenverein eigentlich, ganz im Sinne von Donald Trump, für den Erhalt der alten Statuen eintritt. Aber gesprochen wird darüber nicht, damit es nicht eskaliert. Do you have an opinion on Trump or, you know, in government in general? I'm a little bit more of a conservative, so I support that more. Yeah. Won't say that out loud here, that could bring danger. But yeah, that's my opinion. Want to keep it peaceful. Man einigt sich also offiziell auf das eine Gesprächsthema, bei dem alle mitreden können: Waffen. Abseits der Demonstration treffe ich die Gruppe dann wieder. Schließlich lautet meine Mission, Trump-Wähler kennenzulernen. Also wählen Sie Trump und wenn ja, warum? Trump has made this, in my opinion, is the greatest president of my lifetime. He's done everything he said he would do. No other politician in the history of America has ever done anything they promised they were going to do when they got in office. Sie erklären, dass sie Confederates seien, also überzeugte Südstaatler. Manche nennen sie auch Nazis, sagen sie. Das sei ihnen aber egal. Wie stehen sie also zu den Denkmälern in der Stadt? You don't tear that statue down. You build another statue to represent the other side of the topic. Bitch, you ain't never been oppressed. You ain't never picked no cotton. Ain't nobody alive today pick cotton. I'm sorry, you ain't. It's all a farce. Nur um das klarzustellen, die Bitch, die er anspricht, damit meint er die schwarzen Black Lives Matter Demonstranten. Die beiden Typen hier sind genauso, wie man sich Trump-Wähler klischeemäßig vorstellt und wie man sie aus den Medien kennt. Aber was soll ich machen? Die beiden hier sind nun mal wirklich so. Don't bring your failed policies and try to implement them in America. Meine letzte Station, West Virginia. 5 Autostunden weiter im Westen. McDowell County ist eine Trump-Hochburg. Wir sind im Land der Kohleindustrie. Das hier ist eine der ärmsten Regionen der USA. Man sieht eben viele heruntergekommene Häuser. Man sieht nicht so viele Menschen. Ich bin echt gespannt, ob hier überhaupt jemand Bock hat, mit uns zu reden. McDowell war 2016 in die Schlagzeilen gekommen. Früher war es ein demokratischer Landkreis. Doch Donald Trump weckte hier riesige Hoffnungen. Sie wählten ihn mit überwältigender Mehrheit. Wie stehen Sie heute zu ihm? Ich treffe den Sheriff, Martin West, seit 36 Jahren im Dienst in der Stadt Welsh. We lead in everything that's wrong in this county. Illiteracy, obesity, high blood pressure, diabetic conditions. Nur 18.000 Leute wohnen überhaupt noch in McDowell County. Es waren mal 100.000, als es der Kohleindustrie noch gut ging. Die Menschen hier sind nicht nur verdammt arm, es gibt auch verdammt viele Drogenabhängige. McDowell County kämpft mit der Opioidkrise. Viele Menschen hier sind abhängig gemacht worden durch leichtsinnig verschriebene, starke Schmerzmittel. Jetzt sind sie süchtig nach billigerem Stoff wie Heroin oder Crystal Meth. We led the state, probably lead it now, per capita in overdose deaths. We've had about 8 or 9 since March, and here it is the end of June. We had about 38 or 39 overdoses. Unter Donald Trump sind die Zahlen der Drogentoten in den USA insgesamt leicht zurückgegangen. Außerdem verspricht Trump immer wieder, die Kohlearbeiter nicht im Stich zu lassen. Die Bergwerke sind der letzte Strohhalm, an den sich die Menschen hier klammern. In den letzten 4 Jahren ist die Situation in McDowell County zumindest nicht schlechter geworden, aber sie ist immer noch ziemlich bescheiden. Did we get noodles for this? In einer privat organisierten Essensausgabe. Sandy Plankenship ist die Chefin hier. Jeden Tag verteilt sie Essen an hunderte Menschen, komplett spendenfinanziert,
Von sozialer Unterstützung des Staates hält sie nicht viel. A lot of people are stuck in a welfare crisis, so you know, it's so easy to walk out there and say, okay, here's you $500 a month in food stamps. You don't have to work for it. We're just going to give it to you. So there's no work ethic. And so they can get it for free, and it's generational poverty. They learn, you know, instead of working hard for what you have, they've learned that they don't have to. They can go out to the welfare office and get them a food stamp card. And I'm going to show you guys something. Come on, I want to show you what's going on up here. It's a little bit messier, but... Ein Stockwerk höher bunkert Sandy Essen und Snacks für die Kinder in McDowell County. Durch die Drogenepidemie sind viele Eltern zu Junkies geworden, werden kriminell, landen im Gefängnis oder sterben durch eine Überdosis. Die Hälfte der Kinder im Landkreis leben bei den Großeltern, in Pflegefamilien oder allein. To be honest, the child care system is completely overrun. These social workers, they're personal friends of mine, some of them. There's nowhere else to put kids. This is a broken system, a very broken system. I don't know what the answers are for it though. Sandy vertraut auch nach den letzten 4 Jahren lieber auf Trump als auf jeden anderen Berufspolitiker, auch aus religiösen Gründen. I'd like to meet him then. So if you meet him, you have to send him my way, because he and I got a couple things we need to talk about. What would that be? I would thank him, first of all. He's a president that is endeavored and cares about the people of the United States. He's just a good president. I appreciate the fact that he has welcomed prayer back into the White House and that his vice president is an openly declared evangelical Christian. So we need to talk about what's happening that's good, because it isn't all bad. America's the best country in the world. It always has been. Sandy ist tiefgläubige Christin, so wie viele hier. Sie lädt uns zu sich nach Hause ein, in ihr Guesthouse. Ich möchte ihr die Szene zeigen, die vor einigen Wochen um die Welt ging. Donald Trump, wie er in Washington vor einer Kirche mit der Bibel winkt. Kurz vorher hatte der Secret Service Demonstranten, die auf der Straße waren, mit Tränengas aus dem Weg geräumt. If you hold that Bible in your hand, you better believe it. Because that's dangerous, dangerous territory. I don't know if he's a Christian or not. He upholds some Christian values, but I don't know him well enough to know if he's actually truly a Christian. After all, he will stand before a righteous and just God. He's going to stand before God, whether he likes it or not, just like I will. So I hope I'm worthy. Wählen will sie Trump aber so oder so, sagt Sandy. Meine Reise ist zu Ende. Man findet in den USA viele Menschen, die Donald Trump super finden. Der Rest der Nation verachtet ihn. Aber über den Kandidaten der Demokraten, Joe Biden, spricht im Moment kaum einer. Wenn ihr euch traut, einen Tipp abzugeben, ob Donald Trump nochmal gewählt wird oder vielleicht auch Joe Biden gewinnt, dann schreibt es hier gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked oder weiterversendet, falls es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr über Joe Biden herausfinden wollt, dann ist hier ein Video verlinkt von Mr. Wissen2Go, von meinem Kollegen Mirko Trotschmann, in dem er ein bisschen mehr erzählt, wer Joe Biden eigentlich ist. Bis bald!